Springen. Egal ob Biken oder Skifahren, Springen ist der größte Kick. Die größte Freude, aber auch die größte Angst. Vor 5 Jahren war ich das letzte Mal im Skiurlaub und vor 8 Jahren das letzte Mal richtig in einem Funpark. Die letzte Flugerfahrung ist also sehr lange her. Und mit fast 31 bin ich auch nicht mehr der Allerjüngste für sowas. In diesem Video geht es darum, die Angst vom Springen zu überwinden und wie man es schafft, sich alleine in einer fremden Umgebung zu motivieren und sich zu trauen. Wie es mir mit beidem ergangen ist, seht ihr jetzt. Whoa. Whoa. Well, I'm like all right at jumping. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Funpark im Hochzillertal, im Wetterpark bin ich gerade. Ja, neben dem Thema Springen geht es heute auch darum, wie man alleine sich motivieren und überhaupt erstmal trauen kann, da zu fahren, weil ich bin wie fast immer ganz alleine, bin seit vielen Jahren nicht gesprungen. Hier sind ein Haufen Leute, ich kenne niemanden, habe keine Ahnung, wie das läuft und ja, habe auf jeden Fall Schiss, ja, jetzt erstmal drüber zu fahren. Das Beste daran ist noch, oder das Schlimmste, der Minisprung, wo ich eigentlich zum ersten Mal wieder drüber fahren wollte. Ich weiß nicht, ob ihr den hinter mir erkennt. Der ist gerade gesperrt worden, weil sich da jemand hingelegt hat und jetzt erstmal der Heli da. Das macht das jetzt nicht unbedingt besser für mich. Ja, mal gucken. Ich soll mal gucken, von wo die Leute losfahren, welches Tempo und so. Ich habe keine Ahnung. Egal, was die anderen jetzt denken, durchziehen. Das ist ein Thema in dem Video heute. Und auf geht's, dann sehen wir uns gleich. Mit voll geschissenen Hosen vor dem ersten Sprung. Auf geht's. Okay, der Lift ist schon mal das Schlimmste. Der Minisprung da hinten ist zwar jetzt auf, aber scheiß drauf. Die sind eigentlich echt klein. Okay, drauf geschissen jetzt. Okay. Tempo einschätzen fällt mir super schwer. Ist der größer? Okay. Okay, die ersten 2 Sprünge. Okay. Geil. Da habe ich nur schon mehr Schiss vor dem Lift eigentlich. Ich bin ja nicht der Typ, der so rumschreit und die Erleichterung dann rauslässt, schon gar nicht alleine, aber es war wirklich ein befreiendes Gefühl. Auf der Kamera sieht natürlich alles wie immer winzig aus. Und die kleinere Line war auch echt nicht groß. Aber es ist so lange her bei mir, dass ich mich gar nicht mehr an das Gefühl und den Ablauf erinnern konnte. Dafür hat es direkt gut geklappt. Geil. So, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr irgendwo alleine seid und einfach keinen Hype habt, weil niemand dabei ist, der euch pusht irgendwie und ihr seid euch super unsicher und weiß nicht, fühlt euch vielleicht beobachtet auch. Kennt das Gefühl, das ist sehr unangenehm. Eine weitere Sache, die mir immer hilft, ist, wenn ich versuche, an jemanden zu denken, dem das scheißegal ist. So Leute, die man irgendwie ein bisschen bewundert vielleicht, keine Ahnung, kennt ihr bestimmt jemanden, denkt einfach dran und fragt euch, wie die es machen würden. Einfach drauf scheißen, was alle denken. Durchziehen, macht das, was euch Bock macht. Das probiere ich jetzt auch mal. Nächster Tipp gegen die Unsicherheit, der auch etwas praktischer ist, als sich nur was vorzustellen, Musik hören. Nehmt euch eure beste Motivationsmusik und Abfahrt. Funktioniert meistens und ihr kapselt euch noch ein bisschen ab und bekommt weniger mit, was die anderen so machen. Spielt ja eh keine Rolle. Läuft doch. Bin da echt oft drüber gefahren und habe jede Angst oder eher Aufregung verloren. Macht zwar jedes Mal einfach nur Bock, aber ich wollte noch ein Stück weiterkommen. Die Pro-Line mit den größeren Kickern hatte ich eh jedes Mal im Kopf, wenn ich da oben dran vorbeigefahren bin.
Aber auch ein kleiner Trick wäre mal eine gute Abwechslung. Also der Park gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Kicker sind perfekt für mich. Die ich jetzt gerade die ganze Zeit gefahren bin, die sind, weiß nicht, man fliegt schon, aber sind recht klein und flach. Also das ist cool. Es gibt ja noch diesen Mini-Kicker. Hier könnte ich vielleicht immer kurz ein Stück hochlaufen und ein paar 180s üben. Ich hätte so Bock hier, wenn ich nicht alleine wäre, irgendwie was auszuprobieren mit jemandem, der ähnlich fährt oder ein bisschen besser. Das ist so geil. Also wenn das jemand sieht, irgendwie aus Tirol kommt, Bock hat, mit mir zu fahren, meldet euch, kommt auf meinen Discord und schreibt mir. Benutzt jetzt meinen Kanal wie eine Dating-App. Das Alleinsein ist echt das Härteste gerade. Weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Okay, wieder mal drauf geschissen, mach jetzt einfach nur 180. Auf geht's. So langweilig, glaube ich. Ja, war schon langweilig und war allein okay, hat aber jetzt nicht riesen Spaß gemacht. Eine Steigerung, eigentlich die größte, steht ja noch aus. Proline mit den großen Kickern. Was mir dann auch immer hilft, um in den Hype-Modus zu kommen, mich zu pushen und doch zu überwinden. Energy Drink. Und dann kommt eigentlich nur ein Energy in Frage. Und zwar der leckerste und beste Energy der Welt. Von Holy. Schmeckt richtig geil und ist zuckerfrei. Den könnt ihr sogar auf dem Kicker trinken. Hi. Do you need help? It's fine. Okay. Fine. Like that. Amazing as you know to take it off. Vielen Dank auch an alle, die schon bei Holy was bestellt haben und mich damit richtig unterstützen und die Partnerschaft überhaupt erst möglich machen. Wenn ich immer einen geilen Energy habe, der mich dann zu sowas pusht, wenn ich mich alleine irgendwo motivieren muss. Das ist richtig geil. Vielen Dank, Leute. Schnell kann ich eigentlich fahren mit den Skiern. Full Speed mit Holy. Ja, es geht ab, ey. Mit einer guten Portion Holy Intus stand ich dann da. Ich wette, das Gefühl kennen fast alle hier. Man steht vor irgendwas Großem und starrt einfach nur drauf. Wir sind da bestimmt alle unterschiedlich. Manche fahren lieber direkt, andere gucken lange drauf und wieder andere gucken ewig hin und kriegen immer mehr Angst und lassen es dann. Bei mir ist es meistens so, dass ich mir einen kurzen Moment nehme, gehe es im Kopf durch und wenn ich es mir vorstellen kann, wie es abläuft, wird die Entscheidung getroffen, ob ich es mache oder nicht. Wenn ja, wird auch nicht mehr in Selbstgesprächen diskutiert oder gezweifelt, dann wird das durchgezogen. Hab ja lange genug drüber nachgedacht und mich so entschieden. Selber schuld. Diesmal habe ich aber außergewöhnlich lange drauf geguckt, vor allem, weil ich andere beobachten wollte, damit ich es mir einmal vorstellen kann. Als die Entscheidung für ein Ja gefallen ist, wollte ich nur noch einen Skifahrer haben, der da vor mir drüber fährt. Ist vielleicht Quatsch, aber ich habe mir überlegt, dass die Border eventuell schon früher laufen lassen, weil sie nicht so schnell werden. Und wenn ich das ab dem gleichen Punkt mache, dann geht's nach Valhalla. Und dann hat sich's einfach ergeben. Do you wanna go? You can. I'm scared. All right. I don't know which speed I need for the jump. Oh, yeah. I'm honestly just following these people. I'm like all right at jumping. Okay. I haven't got the skis at all for it. Oh, yeah. In case I have like twin dips. Okay, nice. This is like. Can I maybe follow you in a bit of distance to see the speed? Yeah. Okay. I'm probably gonna lean on the side of overshoot rather than undershoot just because hitting the knuckles horrible. Yeah, okay, that's nice. Okay, Leute, ich mach's einfach. I'm like alright at jumping. Für einen kurzen Moment war ich mir dann nicht mehr so sicher. Whoa. Okay, der war zu kurz, hat aber nicht so weh getan. Okay. Okay, alles gut gegangen, das war ja mal ein Kandidat. Abgesehen von mir war es wahrscheinlich der unsicherste Springer im Park. Geil, aber er war unbekümmert und ist einfach los. Das war top. Oh, okay, holy shit, ey. Ist getan, Leute. Hat eigentlich gar keine Angst, er ist so plötzlich losgefahren, so perfekt. Puh, der erste war auf jeden Fall zu kurz. Er meinte, er fährt eher so, dass er overshootet. Da war ich weit von weg, also schneller fahren. Okay, nochmal. Zieh durch. Puh. War geil, fühle mich jetzt eigentlich sicher. Ja, der Sprung war nicht gut, den ich gemacht habe, klar, war der erste Versuch. Ja, tut mir leid, dass ich gerade irgendwie, ist jetzt die ganze Zeit nur meine Ego-Perspektive, ist eigentlich wie beim Biken, aber ich find's cool. Hi! Ja, geil, das passiert, wenn man die Ohren auf dem Kopf hat. Was soll ich denn sagen?
Hallo. Was ich eigentlich sagen wollte, die Kinder haben mich rausgebracht. Ich versuche jetzt noch einmal safe einfach drüber zu fahren. Und es tut mir leid, dass es immer die ganze Zeit die gleiche Perspektive ist, weil mit Selfie-Stick da drüber fahren wäre Selbstmord. Ich bin halt leider allein, so eine Follow-Cam und so wäre geil. Vielleicht finde ich ja noch diese Säue, mit dem ich ein bisschen fahren kann, dann kommt sowas dazu. Ja, bin gerade jetzt im Fokus und will das Springen einfach schaffen. Die sind immer noch groß für mich. Oh Gott, dann ist jetzt komplett im Schatten und niemand fährt mehr drüber. Ist das jetzt dumm oder was? Sobald Schatten da ist, hören die auf da zu fahren, die Leute. Einmal mach's noch, mir scheißegal jetzt. Komm. Wow. Oh, der war weit. Okay, kontrolliert ist das nicht, aber auch nicht unsicher. Okay, ich will nochmal machen. Das macht unglaublich Bock. Dieses Gefühl von Fliegen ist so geil. Hab auch nicht mehr so viel Schiss. Es ist echt gar nicht so viel Angst, obwohl die Dimensionen einfach ganz anders sind als beim Mountainbiken. Beim Mountainbiken hat man irgendwie einen besseren Blick über die Kicker. Hier, die gehen einfach bis in den Himmel. Also es ist, wenn man da unten in dieser Kuhle ist, sieht es aus wie Hotshots. Aber für den ersten Tag springen bin ich sehr zufrieden jetzt eigentlich. Diesmal zögere ich nicht so lange. Uhu. Geil. Okay. War schon einigermaßen safe. Geil. Für den ersten Tag wieder springen nach so einer ewigen Pause war das gut. Alle Kicker halbwegs sicher gemacht, abgesehen von dem Riesending. Paar einfache Grabs haben geklappt und der Mini 180, ja, der war auch dabei. Darauf lässt sich aufbauen. Ich glaube, da geht noch einiges diese Saison. Jetzt wichtig an alle Skifahrerinnen und Skifahrer. Kommt auch gerne auf meinen Discord. Link ist unter dem Video. Da möchte ich auch ein paar Skithemen noch einrichten und die beiden Communities aus Biken und Skifahren zusammenbringen. Ihr könnt mir sehr gut persönlich schreiben und vielleicht finden sich ja ein paar zum gemeinsamen Fahren, Springen, Freeriden, was auch immer. Würde mich freuen. Okay Leute, damit geht der Sprungtag für mich zu Ende. Auch das Video. Ich möchte einfach mal ein ganz tolles Danke an euch alle sagen, die mich die ganze Zeit unterstützen mit ihrer Zeit, die ihr mir schenkt. Für die Videos, vor allem die jetzt die ganze Zeit dabei geblieben sind. Egal ob Mountainbike oder Ski. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Das freut mich sehr. Dank euch kann ich das hier alles machen. Und auch willkommen an alle Neuen, die jetzt mit dem Skifahren dazugekommen sind erst. Freut mich sehr, wenn das hier auf dem Kanal weitergeht. Ich wünsche euch schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher noch sehen. Habt eine schöne Zeit. Und wenn kein Video mehr kommt, dann habe ich auch ein bisschen Pause gemacht. Dann kommt auch gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich auch wieder hier aus dem Funpark, weil da kommt noch was. Ich bin zufrieden mit dem Park. Ich würde sagen, das war ganz gut, oder? Also vielen Dank fürs Zugucken und macht's gut, Leute.